Ich war komplett weggeblasen. Das war mit das Beste, was ich in Berlin je gesehen habe auf der Bühne. Ich bin absolut begeistert. Ich bin hierher gekommen und hatte eigentlich gar keine richtigen Erwartungen an eine schwule Operette. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein riesen Fan von Operetten. Und als ich hier saß, habe ich einfach die ganze Zeit nur gelacht. Und deshalb habe ich gemerkt, vielleicht bin ich doch ein Operettenfan. Also ich fand das ganz toll. Ich fand, es war die perfekte Mischung aus Humor und Ernsthaftigkeit. Es wurden super viele wichtige Themen angesprochen. Und ich als Schwuler vom Land, der jetzt in der großen Stadt lebt, habe mich sehr, sehr oft angesprochen gefühlt. Oh mein Gott, ich bin gerührt und geschüttelt. Das war so eine sensationelle Aufführung. Ich wusste ja, dass Johannes intelligente Texte schreibt. Ich wusste ja, dass das Genre Operette einen zu Tränen rühren kann. Aber das hier war so eine intelligente Performance über Beziehungen, dass ich einfach restlos hin und weg bin. Also mich hat der Schlusssong am meisten berührt, weil er bei allem Spaß, bei allem Augenzwinkern ja doch immer einen ganz ernsten Kern hatte. Er hat ja schon heute eine Generation oder mehrere Generationen von schwulen Männern, von queeren Menschen zum Ausdruck gebracht, dass da irgendwo tief drin ein Bedauern oder auch ein Schmerz ist, die Leichtigkeit des Seins, die man am heutigen Abend gemerkt hat, nicht immer schon gespürt zu haben. Und dafür war dieses Schützenfest so ein Symbolbild, was, glaube ich, viele in ihren Biografien heute auch wiedererkannt haben. Und da habe ich so aus dem Augenwinkel heraus habe ich viele nachdenkliche, unfreudvolle Gesichter gesehen. Ich bin völlig beseelt. Vor allen Dingen ging es unglaublich schnell vorbei, wenn ich denke, dass wir jetzt hier 3 Stunden geguckt haben, mehr oder weniger, mit Pause. Es kam mir vor wie eine Stunde. Und ich finde die 5 Darsteller, natürlich auch die beiden Hauptdarsteller, besonders lässig, cool, witzig. Auch die Tänze, also dass sowas hier auf dieser kleinen Bühne möglich ist, die Company, toll gemacht. Also ich bin wirklich hingerissen. Also ich habe ein Lied im Ohr gehabt, als ich schon hierher kam, weil ich mal eine Preview von einigen Liedern gehört habe. Das ist Champagner von Aldi, das kriege ich sowieso nicht mehr aus dem Ohr raus. Wobei dieses Männer-Liebeslied natürlich sozusagen das Programmatischere ist und das, was auch dieses Stück in die Welt hinaus als Botschaft sendet. Also ich bin überwältigt, kann man sagen. Das ist wirklich ein Hitstück. Das sind Gassenhauer. Die Eingängigkeit ist verblüffend, ist großartig. Habe ich alles nicht erwartet. Die Künstler auf der Bühne sind großartig, die Stimmen sind toll, die Choreografie ist witzig, die Dialoge sind witzig. Also von Libretto bis Musik bis Darbietung bin ich echt hin und weg. Leute, guckt euch das an und versöhnt euch mit der Operette sozusagen. Ja? Und lasst euch nicht abschrecken von einem großen Wort, was an einem Abend wie diesem auch ein bisschen dekonstruiert wird.